Alles Wir gut. sehen euch nicht, aber ihr uns wahrscheinlich. Ja, wir haben gebeten, dass wir sozusagen im Bild unter uns sind und sich alle erst ins Bild schalten, die was sagen wollen. Herzlich willkommen. Das ist das Pressegespräch. Herzlich willkommen zum Pressegespräch zu Almanya, unserer Serie für die ARD-Mediathek. Ich bin Annette Gilcher aus der Pressestelle des Südwestrundfunks und es geht um 8 neue Folgen, die zusammen mit den beiden Pilotfolgen, die sind ja schon zu sehen, die Staffel bilden zu Almanya und die ab 21. April in der ARD-Mediathek für alle sichtbar und genießbar sind. Produziert wurde die Serie von der DCM in Zusammenarbeit mit Digitales. Und ich würde mal sagen, ich stelle als erstes die Runde vor, die wir da haben. Wir haben Phil Laude, denke mal, muss ich nicht vorstellen, der als Comedian die Allmann-Figuren erfunden hat und die Idee zur Serie hatte und jetzt sowohl Showrunner als auch Darsteller von Frank Stimpel, dem Allmann-Lehrer ist. Hallo Phil. Hallo. Aus dem wunderbaren großen Ensemble der Serie sind dabei Pega Feridoni, die Lehrerin Sarah spielt, außerdem Mutter einer Schülerin und mit einer vielleicht ein bisschen unerklärlichen Schwäche für Stimpel gesegnet. Das wird sie uns vielleicht nachher erklären, wo da der Reiz liegt. Und Deria Dilber ist dabei in der Serie Kira, der Neuzugang in der Klasse, möchte gern auf dem Weg zu Influencerin und andererseits auch mit ihrer Kamera diejenige, die Öffentlichkeit herstellt, wenn Stimpel mal wieder was besonders Bescheuertes anstellt. Von hinter den Kulissen ist David Kruschka da, der die Serie inszeniert hat. Dann Kirstin Wille, ich muss immer ein bisschen auf meinem großen Bildschirm gucken. Kirstin Wille, der ich jetzt in die Augen gucken kann, die Produzentin von DCM zur Serie. Und vom SWR Simon Riedel aus der Abteilung Serie, der Serienredakteur von Almanya und Sabrina Strese von der Zuliefereinheit Funk beim SWR. Hallo Sabrina. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal geschwind, wir gönnen uns die Minute, eine gute Minute für den Trailer, dann sind wir alle im Flow und gehen danach ins Gespräch. Und ich stelle ein paar Fragen, aber jeder, der eine Frage hat, kann sich einschalten. Und wenn wir das Bild sehen, sind wir auch still und lassen die Frage stellen und beantworten sie danach. Thomas, du könntest den Trailer abspielen. Was, eine 6? Was, eine 9? Oh, eine 6, oh, zum Glück. Ich habe euch alle exakt nach Leistung bewertet. Ich habe eine 1. Dabei habe ich nur einen Penis auf mein Blatt gemalt. Es ist wichtig, dass ihre Klasse sie respektiert. Ich werde mich da gut integrieren. Scheiß Allmann. Scheiß Lehrer. Die hassen dich. Wenn die sie nicht cool finden, dann werden sie nicht kooperieren. Und das kann sie hier die Lehrerprüfung kosten, ja? Das ist Ghetto. Wenn ich einen Schüler herausfordere, dann sagst du, schieb dir deine Scheißfaust in den Arsch, reiß dir die Eingeweide raus, friss den Krepierer an. Was? Ich mach dich doch mal locker, Bro. Chill sie mal ihre Base. Ja, uncoole Lehrer brauchen wir nicht. Kind ist wie AIDS, nur ohne den Sex. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein, deswegen führe ich die Schülersicherheit ein. DSS? Nein, die Stimpelsicherheit. Die Stisi. Was für ein ehrenloser Lehrer. Du bist so ein Spast, Alter. Ihre Klasse hat den schlechtesten Notendurchschnitt des gesamten Jahrgangs. Sie sind der schlimmste Lehrer aller Zeiten, Mann. Einige der Schüler, die machen Dinge durch, die sie nur aus dem Tatort kennen. Die Gemeinschaft ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Er hat Glied gesagt. Hände. Wissen Sie, was wirklich zählt? Für die Kids da zu sein und da zu bleiben. Alles in Ordnung, das sah echt übel aus. Nee, der Schoner hat das abgefangen. Komm, Arm drücken. Oh. Danke. Ich find's gut. Ich erschrecke immer noch bei dem Arm. Ich mir sehr
Ja, das sieht beim ersten Mal echt böse aus, ne? Ja, total. Also beim ersten Mal habe ich es gar nicht kapiert. Es musste ein zweites Mal geben, bis ich gemerkt habe, was passiert ist. Sag mal, Phil, du hast ja verschiedene Allmann-Figuren für YouTube kreiert, erfunden. Warum war gerade der Allmann-Lehrer einer, wo du gesagt hast, daraus könnte eine Serie werden? Das schlage ich vor. Also ich glaube, ich finde Schule einfach schon immer sehr spannend, weil es ist ja quasi unser aller Kindheit. Also wir alle werden ja erwachsen in der Zeit, in der wir in der Schule sind. Und ich selber hatte, glaube ich, auch eine sehr bewegte Schulzeit. Also viel erlebt von Mobbing bis mal zu meinem ersten Höhenflug im Schultheater. Und ich glaube, es schreibt sehr viele Geschichten. Und es ist ja auch eines der wenigen Bereiche, die uns halt wirklich noch alle verbindet. Wir alle waren eben da. Und ich finde vor allem den Kontrast sehr spannend. Also quasi Stimpel als konservativer Deutschlehrer, der jetzt von seinem Heile-Welt-Gymnasium in eine Gesamtschule kommt, im städtischen Bereich mit 90% Migration und sich da quasi integrieren muss. Und ich finde es sehr spannend, wenn all diese Perspektiven, also ich wollte irgendwie auch eine Serie machen, in der viele verschiedene Perspektiven erzählt werden können. Und ich finde, das klappt da einfach super gut. Und es ist natürlich Raum für ganz viele Geschichten und Konflikte. Aber das heißt, der Bezug zu einer Realität, einer Schulrealität, der hat schon auch eine Rolle gespielt dabei. Also es ist jetzt nicht nur das Spiel, sondern... Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube so, dass es... Also wir haben so drei Schlagworte im Writers Room oben hingepackt und eins davon ist real. Also natürlich haben wir versucht, so gut es geht, nicht an der Realität vorbeizuerzählen. Und ich glaube, so einer der ersten Punkte war ziemlich am Anfang vom Projekt, dass wir gemerkt haben, oh, von uns ist ja keiner Lehrer. Und dann ging es halt mit der Recherche los. Also dann habe ich eine Freundin von mir angerufen, die an einer Brennpunkt-5-Schule unterrichtet und habe gesagt, ja, wie läuft das denn bei euch ab und wie funktioniert es? Und sie meinte, kommt vorbei, schaut es euch an. Und dann sind wir damals mit dem gesamten Writers Room in ihre Schule und haben auch die Schüler gefragt. Also sie ist dort auch Vertrauenslehrerin und sie ist so die Lieblingslehrerin. Und wir haben sie gefragt, warum sie so eine tolle Lehrerin ist. Und einer der Schüler hat gesagt, ja, aber sie ist so herzvoll. Und das fanden wir so süß, dass es sogar auch in der ersten Folge von Almania gelandet ist. Aber auch so wichtig, dass wir es auch als eins der Schlagworte oben in den Writers Room gehängt haben. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, um eben nicht an der Realität vorbeizuerzählen, ist halt auch das Casting gewesen. Also einfach zu gucken, dass wir authentische Menschen finden, die diese Geschichten einfach auch von sich selbst aus authentisch erzählen können. Ja, und ich glaube, das haben wir geschafft. Also wir haben einen Megacast. Das seht ihr ja dann, wenn ihr die Serie guckt, aber ja, Teria, Pega und alle anderen haben es einfach super gemacht und ich glaube, jeder gibt viel von sich selbst rein. Ich glaube, wir sind alle so Menschen, die das mögen, einfach authentisch zu spielen und ja, ich glaube, es hat sehr gut funktioniert. Punkt. Das bringt mich drauf, dass ich jetzt dann doch, bevor die Redaktion mal sagt, was sie angesprochen hat, Deria und Pega frage, ob das denn das ist, was ihr auch mitgebracht habt in die Serie. Also konntet ihr andocken bei dem, was ihr aus eigenem Schulleben mitgebracht habt? Also ich, ja? Ich weiß gar nicht, ich bin selber wahnsinnig, wahnsinnig ungern zur Schule gegangen und ich war also auf keiner Brennpunktschule, wobei, also es war ein humanistisches Gymnasium, was ich wahrscheinlich im Nachhinein dann doch irgendwo als problematisch einstufen würde. Und für mich war also einfach diese Zeit mit Phil und Pesh und David und den Kids, ich sage immer Kids, obwohl die teilweise schon volljährig sind, aber
Die SchülerInnen sind natürlich für mich immer noch so meine Kinder. Ich habe irgendwie diese Zeit genutzt, im Spiel, glaube ich, Frieden zu finden mit meiner eigenen Schulzeit. Also irgendwie nochmal die Dinge von der anderen Seite zu betrachten. Und also das hatte für mich einfach auch ein bisschen so einen therapeutischen Effekt im positiven Sinne. Ich hoffe sehr, dass es den ZuschauerInnen dann auch so gehen wird. Deria, wie war es mit dir? Bei mir ist es jetzt schon länger her, dass ich in der Schule war. Also so 5 Jahre. Ich habe vor 5 Jahren mein Abi gemacht. Ich habe eigentlich, also ich war auch auf dem Gymnasium, also auf keiner Brennpunktschule. Aber ich kenne viele Leute, die auf einer Brennpunktschule waren. Und ja, da konnte ich etwas verknüpfen damit. Und kenne auch viele Mädchen, die so versuchen, Influencer zu sein, aber es nicht so richtig hinkriegen. Genau. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, Kira ist ich. Also da gibt es schon Unterschiede. Gibt es schon Unterschiede. Ja. Sabrina und Simon, jetzt mal so die Meta-Ebene betrachtet, was hat euch denn an der Serie interessiert? Warum habt ihr gesagt, das wollen wir machen, das will der SWR in die Mediathek bringen? Also wenn ich meine Schule... Entschuldigung. Ja. Mir geht es ähnlich. Wenn ich zurückblicke auf meine Schulzeit, habe ich auch gemischte Gefühle. Manches hat mir sehr gefallen, manches überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist auch was, wo wirklich viele Leute sich verbinden können und einfach das Thema der Serie sie anspricht und die Konflikte der Figuren können sie zumindest nachempfinden. Und das ist immer eine gute Voraussetzung, glaube ich, dass es dann auch wirklich lustig werden kann, wenn man darüber dann Witze macht, über Dinge, die man auf eine Art selber kennt. Das war der Grund. Und ich glaube, es ist sehr gut aufgegangen. Ja, genau. Also bei mir, was ich eigentlich am schönsten an der Serie finde, ist, ich zum Beispiel habe das zusammen mit meinen Eltern geschaut. Also ich bin jetzt 33, meine Eltern sind schon in den 60ern und es hat trotzdem funktioniert. Also das ist einfach so eine Serie, die kannst du als erwachsene Person gucken, die kannst du mit deinen Kids gucken oder die kannst du gucken, wenn du Jugendliche bist oder Jugendlicher. Also das finde ich besonders schön an einem Anja. Womit wir bei der Comedy wären. Kirsten, es ist ja eine Comedy-Serie. Was ist euch bei DCM denn wichtig, wenn man so eine Comedy-Serie anpackt? Worauf kam es an für dich? Ich glaube, Phil hat das vorhin schon erwähnt. Ne? Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, mit dem man so ernsthaft über Comedy sprechen kann wie mit Phil. Weil Comedy ist nämlich wirklich ein Fach oder eine Wissenschaft für sich, beziehungsweise wirklich, man muss es perfekt beherrschen, damit es aufgeht, damit es weder platt ist, sondern dass es wirklich herzvoll ist, dass ernste Themen toll angesprochen werden können und dann darüber gelacht werden können. Und Phil ist gefühlt ein Meister darin, ernsthaft über Comedy zu diskutieren und dann wirklich auch tolle Lines und Punchlines zum Schluss zu machen, Geschichten zu kreieren. Und wir kennen Phil auch schon länger und haben schon eine Zusammenarbeit mit ihm gehabt, wo er als reiner Darsteller war, aber natürlich auch immer ihn verfolgt, was er sonst macht. Und deshalb war das für uns ganz klar, wenn jemand Comedy versteht und alle amerikanischen Vorbilder perfekt studiert hat, dann ist das Phil und dann war es für uns ein Riesengeschenk, dass wir jetzt die weiteren 8 Episoden mit ihm machen durften. Und also daher, wir finden Phil toll, wir können über Phil lachen und ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Wenn man über jemanden lachen kann, also nicht über ihn, aber über die Figuren, die er spielt, dann möchte man auch zusammenarbeiten. Also David und ich haben da auch viel immer drüber diskutiert und wir haben so ein bisschen, also ich habe das Gefühl jetzt auch, quasi raus aus YouTube hin zur Serienwelt, je länger das Format wird, umso wichtiger wird einfach die Geschichte im Verhältnis zu den Jokes. Also natürlich muss es am Ende super lustig sein, aber wir haben immer gesagt, das liegt dann oben drauf. Also wir kümmern uns erstmal um die Geschichte, erstmal um die Charaktere und ich glaube, das ist auch das, was am Ende hoffentlich den Zuschauer dann dranhält und begeistert, dass es eben einfach eine schöne Geschichte ist über Menschen mit vielen Fehlern, die aber alle das Herz irgendwie am richtigen Fleck haben und gemeinsam versuchen zu funktionieren und das auch schaffen. Die Jokes sind genauso wichtig, aber es ist wie so, die
die Ebene, die dann nochmal drüber ist und wo dann nochmal überzeichnet wird und so. Aber ich glaube, im Kern, wenn man die ganze Serie guckt oder die ganze erste Staffel, wird man sich danach denken, dass es irgendwie eine schöne Geschichte ist. Und das war uns sehr wichtig. Und umso frecher können wir, glaube ich, teilweise in den Jokes sein. Das war ja dann auch deine Verantwortung, David, ne? Also dafür zu sorgen, dass es sowohl das Komödiantische und die Jokes hat, als auch eben den Bogen, den man ja auch braucht. Und auch diese, dass die Cringe-Momente nicht dazu führen, dass man die Hauptfigur hasst. Sehr schön, dass du Cringe sagst. Also die Serie ist für mich der Inbegriff von Cringe. Ja, aber man hat ja auch den Kommentar King of Cringe auf YouTube. Ja, man hat ja Spaß dran, dem Allmann beim Scheitern zuzusehen. Und ich finde es lustig, dass es eine Figur ist, die einerseits total, ja, ein Anti-Held eigentlich ist, der irgendwie dann doch irgendwie das Herz am richtigen Fleck hat, aber ja eigentlich wie ein Anti-Held funktioniert, den man auch immer mal wieder oder die Schüler irgendwie nur den Kopf schütteln können. Aber ja, das, was Phil eben gesagt hat, ich glaube, das hat mir auch an den ersten beiden Folgen da schon sehr gut gefallen, dass man eben gespürt hat, in erster Linie werden erstmal die Figuren ernst genommen und die sind nicht nur Gag-Lieferanten. Und ja, eben hatten wir viel über Brennpunkt, was Sabrina eben gesagt hat. Ich glaube, dass es eben den Anspruch gab, dass man da eine Serie macht, wo sich tendenziell jeder irgendwie wiederfinden kann. Das ist jetzt nicht wie Sonne und Beton so wirklich auf eine Realness und da gibt's die ganze Zeit echt auf die Fresse und das Blut fließt, sondern dass man eben sagt, das ist eine Komödie und da gibt's einen grundsätzlich leichten Ton, aber man kommt eben von den Figuren, die ernst genommen werden und ja, und hat eben von, also mein Sohn saß bei mir immer hinten im Schnitt dann manchmal drin und hat zugeguckt und der ist 10, bei dem hat es genauso funktioniert, wie ich glaube bei meiner Mutter, die selber Lehrerin war, dass man da eben so eine Bandbreite hat und eben verschiedene Schulerfahrungen und auch Stories, die, glaube ich, viele Kids eben kennen. Wir haben ja verschiedene Figuren, die jeder so eine Facette eben abbilden. Und ja, deswegen, glaube ich, da relativ breit die Leute abholen können. Und es ist eben lustig, aber dranbleiben tut man, glaube ich, weil man die Figuren einfach mag. Ist es denn da nötig? Das spielt ja in einem ganz bestimmten umschlossenen Kosmos. Wir erleben ja gar nicht so viel aus dem sonstigen Leben. Also Stimpel und Yunus haben immerhin noch eine Wohnung, aber alle anderen erleben wir ja immer nur im Umkreis der Schule. Habt ihr euch so eine Figurenwelt für eure Figuren gebaut? Oder hast du, David, eine Vorstellung, wie die alle im sonstigen Leben? Es wird ja immer mal wieder angedeutet und ich glaube, das wäre auch spannend für zukünftige Staffeln, dass man immer mal wieder Highlights setzt, wo man plötzlich mal jemanden in seinem sonstigen Umfeld irgendwie erlebt oder plötzlich mal die Eltern dort kommen. Das ist ja schon teilweise passiert, dass dann die Mutter von einer mal in die Schule kommt und man denkt, ah, okay, deswegen ist sie so drauf und dass es da ja immer mal wieder so Ausflüge geben kann in die Welt. Aber grundsätzlich ist es eben dieser geschlossene Kosmos, dass die sich zum größten Teil in der Schule treffen und jeder so ein bisschen seine Story von zu Hause mitbringt. Ich fand auch den Moment im Writers Room sehr spannend, wo wir zum ersten Mal, also es war einer der ersten Tipps, die ich auch bekommen habe. Tatsächlich da bin ich ähnlich wie Frank Stimpel, ich liebe Ratgeber. Und natürlich, als es losging mit dem Projekt, angefangen Drehbuchratgeber zu lesen. Und genau, und ein Tipp, den ich auch bekommen habe, war eben mit den Figuren anzufangen und erstmal rauszufinden, was sind eigentlich die Figuren. Und da gab es irgendwann den Punkt im Writers Room, wo wir dann angefangen haben zu streiten und zu sagen, ja, das würde Yunus niemals machen. Und ab da irgendwie haben die so eine, ja, so ein Eigenleben bekommen. Und ich glaube, das ist schon, also zum Beispiel auch Pegas Charakter ist auch sehr inspiriert von meiner Bekannten von der Brennpunktschule. Und ich glaube schon, dass es immer mehr, auch je weiter das Projekt geht, umso mehr, also mit jeder Geschichte, die wir erzählen, wachsen für uns ja auch die Charaktere. Und natürlich passiert ganz viel parallel, aber wir sehen halt immer das, was in der Schule passiert. Aber drumherum passiert wahrscheinlich in unseren Köpfen und auch in den Köpfen vom Writers Room sehr viel mit den Charakteren.
Und dann anfängt von ihm zu träumen, dann wird es langsam seltsam. Von wem hast du denn geträumt? Das möchte ich hier nicht sagen. Ich habe schon oft, ich träume oft immer noch vom Set. Was ein gutes Zeichen ist, fand ich das, was Bill gerade gesagt hat, dass man, wenn man sich vorstellt, diese Figur geht jetzt in diese Situation, ich hätte sofort gewusst, das wird die Haltung sein. Natürlich, weil die Figuren, jeder hat so eine gewisse Richtung für die Figur, dass man da so ein bisschen archetypisch natürlich unterwegs ist, aber die sind dann doch so lebendig geworden jetzt irgendwie über die Staffel, dass man irgendwie theoretisch immer wusste, das wird der so und so finden und da wird er jetzt wahrscheinlich den und den Spruch geben. Also, dass die wirklich ein Eigenleben, auch wegen der tollen Darsteller natürlich, einfach ein Eigenleben bekommen haben, dass man irgendwie ja sofort wusste, wie einen Bekannten, den man halt kennt, der wird das so und so sehen. Was mich wieder auf die Frage von vorhin bringt, was fasziniert Sarah an Stümpel? Hat sie womöglich eine Allmann-Seite? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich glaube, dass meist, also das, was sie besonders an Stümpel fasziniert, ist, dass er so schwer zu knacken ist. Also er ist schon irgendwie so ein Typ, der relativ unempfindlich ist für romantische Anbahnung. Und ich glaube, das ist einfach diese Herausforderung, die Sarah da irgendwie sucht. Und dann natürlich merkt, der Typ ist verlässlich und also sie ist ja auch alleinerziehend und das ist ja vielleicht auch etwas, was so sie ganz in ihrem tiefsten Innern irgendwie berührt, dass da jemand ist, der irgendwie, auf den sie bauen kann und der nicht so der nicht so launisch ist wie ein Yunus zum Beispiel. Und der versteckte Fetisch für Funktionsklamotten. Ja, genau, der versteckte, also da sind so einige Fetische, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Für mich war das interessant, weil es gibt halt in meiner eigenen Erfahrung kein Vorbild für diese Figur. Ich habe einfach nur irgendwie überlegt, was ist halt besonders peinlich. Also, was ist halt besonders cringe. Und da gibt es natürlich für Sarah sehr viele Momente als Mutter einer Schülerin und dann halt als Lehrerin. In die Interaktion mit den SchülerInnen und das macht einfach total viel Spaß. Wir hatten auch ein oder zwei Sessions mit dem gesamten Cast fürs Schreiben. Oder wie viele Sessions haben wir gemacht? Ein, zweimal haben wir uns im gesamten Ensemble auch getroffen und haben quasi über mögliche Plots gesprochen. Das fand ich auch total interessant, dass dann bei vielen sehr, sehr viele Erinnerungen an die eigene Schulzeit hochgekommen sind. Und ich glaube, so zwei, drei Storys sind auch mit eingeflossen in die Bücher. Kann das sein? Ja, also, klar. Es gibt so viele Momente, von denen man nicht so genau weiß, wer hat sich das jetzt eigentlich ausgedacht oder ist das jetzt wirklich so passiert? Ja, die ganze Annika-Story und was sich da auch noch anbahnt, kam ja von dir. Und das war auch was ich so gemerkt habe in dem Projekt, so, weil ich komme ja von YouTube und da habe ich ja immer alles selber gemacht. Und das war dann auch so ein Prozess zu sagen, okay, jetzt sind wir halt ein Team und das ist immer dann schön, aber auch interessant gewesen in den Momenten, wo ich gemerkt habe, es läuft viel besser, wenn ich meine Schnauze halte. Das war dann so hin und wieder, okay, du hast eine Vorstellung, aber die ist quasi in deinem Kopf vielleicht richtig, aber vielleicht ist sie aber auch einfach nur anders als die Vorstellung von David oder vom Cast. Und ich glaube, so gut wir das irgendwie hinkriegen, versuchen wir halt jedem den Raum zu geben, einfach seinen Job so gut wie möglich zu machen. Und ich glaube, da gehört viel dazu, dass wir auch mit den Schauspielern halt sprechen und gesagt haben, sagt uns eure Ideen, sagt uns eure Schulgeschichten. Und auch da, also wir haben halt wirklich extrem viele verschiedene Perspektiven im Cast. Also der Cast ist wirklich sehr divers, wobei ich auch immer eigentlich, also mir war es von Anfang an auch wichtig, dass wir nicht
eine Serie machen, die divers ist, um divers zu sein, sondern die Serie wäre komplett unauthentisch, wenn sie nicht divers wäre, weil das einfach eine Realität an so einer Schule ist. Und dasselbe gilt auch für den Writers Room, also um diese Geschichten halt zu erzählen, muss das divers sein. Und das finde ich, fand ich sehr wichtig. Und dadurch kriegen wir eben auch von den Schauspielern einfach viele verschiedene Perspektiven. Ja, und dem einen Raum zu geben und zu sagen, okay, wie würdest du es denn sagen? Wie hast du das erlebt? Und so gut es irgendwie geht im gesamten Prozess, einfach den Raum zu schaffen, dass wir miteinander quatschen und diesen Input irgendwie zusammenbringen und quasi nicht zu sagen, wie bei einem YouTube-Video, ich mache das jetzt alles so. Und das hat super funktioniert. Und da kam ich echt oft an den Punkt, wo ich gemerkt habe, am besten läuft es, wenn ich einfach nichts mache. Du hast ja auch die Talking Heads geöffnet. Also alle, ich glaube alle, es hat euch Pega, euch alle betroffen. Ihr hattet die Situation, wo ihr direkt in die Kamera spricht und sozusagen die Figuren einen Kommentar liefern zu dem, was gerade passiert, ne? Was ja in den YouTube-Videos auch nur Stümpel hat, also oder die Allmann-Figur hat. Also es ist schon auch ein größeres Spektrum dann für die Figuren. Was ist denn das für ein Eindruck, wenn man als Schauspielerin dann auch gleich noch Deria die Situation kommentiert? Ja, also ich finde es eigentlich ganz komisch, überhaupt direkt in die Kamera zu sprechen. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt direkt in die Kamera gesprochen habe. Und meinen ersten Talking Head hat eigentlich auch die Regie Phil geführt. ich finde es ganz lustig. Also die Talking Heads machen mega viel Spaß und geben irgendwie dem Ganzen so einen anderen Touch, habe ich das Gefühl. Genau. Mhm. Egal. Ja, das ist auf einmal irgendwie ein ganz anderes Arbeiten, ne? Also weil wir dann nicht szenisch unterwegs sind, sondern dann alle Talking Heads hintereinander, also man muss da irgendwie ganz schnell wechseln. So, man hat so diese kurzen Snippets und dann muss man irgendwie so reinkommen und dann, also das ist schon cool. Für mich, also ich moderiere ja auch viel, also von daher ist es jetzt nicht ungewohnt oder so, aber es ist schon, ich hatte das Gefühl, das war ein anderes Arbeiten und das hat der Figur auch nochmal so einen anderen, nochmal so ein, ja, einfach so einen anderen Charakter irgendwie gegeben, weil man natürlich dann in dem Moment in den Talking Heads sich anders gibt als in den Szenen, wenn man sozusagen weniger unter sozialer Überwachung steht, ne? Also dann, die Figuren sind dann natürlich so konkreter und die sagen ja noch Dinge, die sie in der Gruppe nicht sagen würden. Und das ist dann schon auch interessant und tragen diese Geheimnisse mit sich. Das hat auch immer so finde ich, ein bisschen was von diesem, ist es im Dschungelcamp oder was, wenn die sich da ins Klo zurückziehen und dann einmal sagen, was sie über alle anderen denken. Und das ist dann auch so entscheidend für das Zuschauervotum. Also da kann man natürlich sozusagen sämtliche Sympathien verspielen in dem Moment. Und das finde ich dann so cool, weil der Zuschauer natürlich, die Zuschauerin dann, so, es gibt so einen Suspense-Moment, man weiß dann einfach Dinge, die anderen Figuren in der Serie über diesen Charakter nicht wissen. Und ja, das finde ich mega spannend. Und David, was bedeuten die für den Rhythmus der gesamten Serie? Also ich glaube, für den Rhythmus ist natürlich mal praktisch, man weiß, zum Not können wir schnell noch mal in ein Talking-Head gehen, aber ich fand das eher spannend, dass die Figuren da anders funktionieren. In den szenischen Nummern sind sie halt, interagieren sie untereinander und in den Talking-Heads sprechen sie ja zu einem, also bewusst zu einem Publikum, zu einem Filmteam und versuchen dann natürlich plötzlich in dieser beobachteten Situation gut rüberzukommen. Und dadurch entlarven sie sich meistens am meisten. Und du kannst denen mal kurz so in die Karten gucken. Also sie denken, sie können jetzt irgendwie das kaschieren, dass ihnen irgendwas peinlich war oder dass sie es eigentlich ganz anders sehen. Aber genau dadurch wird es erst gehighlightet. Insofern ist es immer so ein lustiger Blick hinter die Kulissen und, glaube ich, ja, führt einfach dazu, dass man die Figuren eben noch mal besser kennenlernt,
weil sie da immer noch mal eine andere Seite zeigen als in den szenischen Nummern. Ich würde mal sagen, wenn jemand eine Frage stellen möchte, nur zu. Traut euch. Ansonsten würde ich Kirsten bitten, mal ein paar Worte zu sagen, wie das mit der Humormischung, also wir haben ja gemerkt, die Figuren haben alle ein starkes, herzvolles Leben auch. Das Wort werde ich sofort übernehmen. aber wie ist es denn auch mit, welche Art von Humor habt ihr angestrebt? Wie habt ihr es dann auch dosiert? Letzten Endes liegt es natürlich an den Darstellern und an David, wie man es umsetzt. Aber ihr habt es ja euch auch vorher sicher überlegt, ne, wie ihr rangeht. Also es gibt ja Slapstick-Momente, es gibt eben ganz viele dieser Cringe-Momente. Es gibt manchmal auch ganz physische Comedy in der Serie. Ja, ich glaube, du hast jetzt gerade schon ganz schön zusammengefasst. Also die Humorebene, die wichtig war, hat Apple auch schon gesagt. Also zuerst muss die Geschichte funktionieren und dann wird der Humor obendrauf gepackt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man eine schöne Balance hat, eben zwischen auch physischen Humor, den du ja gerade angesprochen hast, der einfach auch immer funktioniert. Den darf man aber nicht zu oft machen. Und ich glaube, hier ist sehr oft manches, und das ist, finde ich, total schön, dass wir sehr, sehr offensichtlichen Humor haben, aber auch, wenn man die Serie, und die ist dafür auch gemacht, finde ich, öfter zu schauen, es immer wieder Punkte geben wird, die man erst beim zweiten Mal entdecken wird oder auch beim dritten Mal. Und das finde ich ganz toll. Also es sind auch schöne, also die Balance zwischen dem Humor, zwischen sehr, sehr physischen, offensichtlichen Slapstick-Humor und aber auch sehr intelligenten Humor, den man erst beim zweiten Mal schaut, was großartig ist, dass man sagen sollte, man muss die Serie 2 oder 3 Mal schauen, um jeden Gag zu verstehen. Das finde ich super. Und die Mischung ist, die hat Phil immer angestrebt, die wurde von der Redaktion total unterstützt. David hat sie aufgegriffen, die Schauspieler setzen die um. Also ich finde es wirklich im Zusammenarbeit fantastisch, wie es denn geworden ist. Auch. Ja. Ein kurzer Punkt dazu. Also meine Frau ist an der Hauptschule, oder in Deutschland ist es ja, in Baden-Württemberg ist es ja die Werkrealschule, Lehrerin. Deswegen weiß ich, erfahre ich sehr genau, wie, unter was für einem Druck die stehen und wie sich das auch verändert, der Beruf, und wie schwierig der ist jeden Tag. Und ich finde, der Humor ist ein ganz tolles Ventil, um Sachen anzusprechen, die sonst sehr schwierig anzusprechen sind. Und man kann da über Sachen wirklich herzhaft gemeinsam lachen, die sehr wichtig sind, ne, und die angesprochen gehören und die, über die man gemeinsam reden muss. Und jetzt geben wir Frau Kessler das Wort. Ja, hallo erstmal. Genau, mein Name ist Katja Kessler. Ich bin von der Redaktion Filmtoast, nur dass Sie Bescheid wissen, wer ich bin. Und meine Frage ist, wer hatte denn die Idee zu dem Nachnamen Stimpel? Sollte man den gut schimpfen können? Fragezeichen. Tatsächlich gibt es einen Spiegel-Online-Beitrag über einen Roland Stimpel, und das ist der Vorsitzende vom Fachverband Fußverkehr. Yeah. Die kümmern sich um Gehwege in Deutschland, dass Gehwege e-scooterfrei sind. Und ja, verstehe. Das Video ist super, und wenn man sich das anguckt, dann versteht man vielleicht auch ein bisschen, wo die Inspiration von Frank Stimpel zumindest zum Teil herkommt. Ja, auf jeden Fall finde ich den sehr, sehr gut. Ja, wir sind selber begeistert. Ich liebe es auch, dass Herr Leibrand in jeder Folge Herr Stimpel anders nennt. Genau. Vielen Dank schon mal. Wo wir jetzt bei dir wieder sind, Phil, ist das jetzt mehr Schauspieler als YouTube? Also willst du dahin die lange Form? Also tatsächlich habe ich eigentlich schon immer davon geträumt, Filme und Serien zu machen. Also ich habe damals das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen wegen Schuh des Manitou. Das war ja in meiner Kindheit einer der lustigsten Sachen, die ich gesehen habe. Und davor hatte ich so, also ich habe so Austin Powers und so schon, also eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen überhaupt ist so mit meinem Papa, der auch über alles lachen konnte, zusammen so Austin Powers und so zu gucken. Und Schuh des Manitou war so das Erste, was so in so eine Monty Python, Austin Powers Richtung ging, was halt deutsch war für mich. Und dann wollte ich das unbedingt auch machen. Und dann
haben wir halt nur eine Digitalkamera gehabt und ich und mein Kumpel Tisi haben dann versucht, Schuh des Manitou zu drehen und das war natürlich sehr schwer mit 0 Euro Budget und dann gab es quasi jetzt diesen 16-jährigen Umweg über YouTube und jetzt bin ich super happy, dass ich zum ersten Mal was machen kann, was in so eine Richtung geht, also ich glaube, ich wollte es schon immer machen und ich finde es auch, also es macht einfach mega, mega Spaß, weil man auch die Möglichkeit hat, einfach so, also bei YouTube ist schon irgendwann auch der Ansatz, einfach Sachen auch sehr schnell umzusetzen. Und bei einer Serie haben wir eine ganz andere Möglichkeit, ins Detail zu gehen. Und ich glaube auch nochmal zu dem Charakter, ich fand es auch irgendwie wichtig, also davor habe ich ja schon ganz viele Allmann-Sketche gemacht, aber das ist dann tatsächlich einfach immer sehr aufs einfach aufs Klischee Fahrradweg verteidigen, Filzmüllbegleiter. Und in der Serie kann man das alles viel vielschichtiger erzählen. Also wir können alle Charaktere von vielen Seiten beleuchten. Und in den Jokes sind natürlich oft auch einfach solche Sachen. Aber in der Geschichte an sich, glaube ich, werden auch sehr die positiven Seiten auch von dem Frank Stimpel deutlich. Aber es braucht Zeit. Geht nicht in 3 Minuten, sondern Frank Stimpel braucht seine Zeit. Und ja. Meine Frage, was macht denn das Allmannhafte überhaupt aus? Also man beginnt ja auch nach dem Allmann in sich selber zu suchen. Dann nicht nur, dass man sich in meinem Fall zum Beispiel immer aus allen Computerprogrammen ganz ordentlich ausloggt. zumacht, sondern auch, dass man denkt, das sollten alle machen, oder? Ja, bestimmt so. Also mit Regeln hat es, glaube ich, ganz, ganz viel zu tun und halt so, so teilweise auch das ganz klare Einhalten von Regeln und teilweise nicht das Hinterfragen der Sinnhaftigkeit. Ich glaube, es liegt da schon auch ein bisschen drin. Also als Beispiel jetzt, dachte ich mir das letztens in der Sauna, dieses quasi immer, es muss immer ein Handtuch zwischen, zwischen Person und Sauna sein. Aber dann dachte ich mir, man geht ja auch barfuß schon da hoch. Das heißt, eigentlich, wenn man ganz konsequent wäre, müsste man ja Handtuchschuhe tragen. Und dann teilweise, also so Regeln und auch so ins Detail und dann aber trotzdem sehr dran festhalten, das führt dann, glaube ich, manchmal zu so lustigen Sachen oder so Denksätzen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung und dann bei Regen spazieren gehen oder so. Sowas ist dann teilweise einfach sehr lustig und hat natürlich aber auch in der Serie, also ich glaube auch dieses Beständige vertritt so ein Frank Stimpel auf jeden Fall auch. Also einer meiner Lieblingssätze ist auch das, wo Frau Müller ihm erklärt, worauf es ankommt, wenn man ein guter Lehrer sein möchte und er sagt, auch eine gute fachgerechte Ausbildung und sie sagt, nein, für die Schüler da zu sein und auch da zu bleiben und dieses Dableiben, das ist so, das finde ich ist irgendwie auch was Allmannhaftes, was ich aber sehr schön finde und sowas kann man dann, glaube ich, gut mit einer Serie erzählen. Ja, Allmann ist alles Formelhafte, ne? Alles, was so, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie die und die Zutaten und dann muss man das nur zusammenmischen und dann hat man quasi ein Resultat und man bleibt aber sozusagen auch innerhalb dieses Rahmens und schert nicht aus und man macht sich 100 Gedanken darüber, warum etwas erstmal nicht geht, bevor man sozusagen mit dem Kopf drauf zumarschiert. Es gibt einfach sehr, sehr viele Unmöglichkeiten und weniger Möglichkeiten. Und es ist sehr, ja, Genuss, wie sagt man, feindlich. Auf eine Art, ne? Also erstmal erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, das fand ich so einen schönen Kontrast dann, wenn Stimpel mit seinen beiden Kollegen Yunus und Sarah, da konnte man das immer super rausarbeiten, dass Stimpel eben auch die Allmannhaftigkeit kommt da über die unterdrückten Emotionen und Sarah und Yunus
sind viel mehr in Verbindung mit ihren Emotionen. Und das ist ja, ja dann eben dieses Roboterhafte und alles ist pragmatisch und wenig Platz dort mal für Gefühle. Wir spüren, die brodeln irgendwo in Frank und das ist ja dann auch toll, wenn sie mal hochploppen. Ja, das war für mich immer dieses Allmannhafte, dieses Unterdrückte an der Stelle. Und dann eben in einem Kontrast, wo das dann nochmal deutlicher wird, weil die Figuren drumherum, die alle viel eher in Verbindung mit ihrer Gefühlswelt stehen. Ja, ja. Das macht ja dann auch sozusagen diese Anziehung für Sarah aus, weil sie möchte halt gerne so einen Knopf drücken. Knopf, der dann quasi zur Explosion. Also ne, es ist halt interessant, man möchte irgendwie herausfinden, ob das irgendwie möglich ist, ihn aus der Fassung zu bringen. Und das ist dann auch schon wirklich sexy so. Ich habe die Zielzeit 11.45 Uhr eigentlich. Das heißt, wer noch irgendwelche Fragen stellen möchte, wäre jetzt ein guter Moment. Sonst nähern wir uns schon den Einzelinterviews, die sich dann anschließen. Also ich möchte eigentlich noch da hinzufügen, dass das für mich eine ganz große Qualität der Produktion darin liegt, dass wir im, vor allem im Cast halt auch sehr viel Zeit jenseits der Arbeit miteinander verbringen. Unternehmungen machen, Spiele spielen und uns so einfach kennengelernt haben auf eine Art, die halt für die Arbeit wahnsinnig wichtig ist. So, wo wir auch so gemeinsam so diese humoristischen Momente einfach auch entdeckt haben, ja, oder so ein Flow miteinander bekommen haben. Und das ist äußerst selten. Also das erlebe ich vielleicht alle, weiß ich nicht, 10 Jahre bei einer Produktion. Und ich bin seit 2,5 Jahrzehnten dabei. Was mich nochmal interessieren würde, wer genau war alles in dem Writers' Room? Also wer war daran alles beteiligt und hat sozusagen wirklich mitgeschrieben auch? Also, ja, wo fangen wir an? Bei meiner Brennpunkt-Schullehrerin, also sie sitzt auch mit im Writers Room. Ich, Pesch, mit dem ich schon seit über 10 Jahren zusammenarbeite, der auch die Idee mitentwickelt hat, Pesch Ramin, der jetzt auch den, also er macht die gesamte Post-Production auch, genau, und den Schnitt. Thomas Mielmann, Elmar Frehls, soll ich dich unterstützen, Phil? Ja, gerne. Ich muss gerade, weil tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das... Ja, darf ich glaube ich schon sagen. Also wir schreiben auch schon an weiteren Büchern und da ist noch mal ein anderer Writers Room. Deswegen, genau. Ursprünglich war nicht der Writers Room sogar zu den beiden Pilotfolgen noch mal größer ursprünglich? So, wo noch sehr viele AutorInnen was beigefügt haben, wo ihr dann sozusagen zur Staffel hin so ein bisschen ausgesiebt habt? Ja. Also es war noch mal eine andere Zusammensetzung und wir haben auch so verschiedene Ebenen gehabt. Also wir haben wirklich in einer sehr großen Gruppe angefangen. Es ist auch so schwer, genau zu sagen, weil tatsächlich, also diese Gruppe ist immer kleiner geworden, je mehr es zu den Büchern ging. Und wir haben wirklich sehr breit angefangen. Also bis hin zu, dass ich auch in meiner Community Umfragen gemacht habe und halt quasi Schüler und Lehrer gefragt habe, was für Storys sie haben. Und dann sind wir immer kleiner geworden von der Gruppe. Aber Kerstin, wen habe ich, weißt du, gerade noch wenig von der ersten Staffel. Nee, was ich ganz schön fand, dass es also aus der Mischung ist, auch von der Lizzie, die Lehrerin an der Brennpunkt 5-Schule, an der Brennpunktschule, genauso wie einen anderen Lehrer, der aber eigene Gags und Comedy macht. Es gibt quasi auch nur, die vorher aus dem reinen Comedy-Stand-Up-Bereich kamen und so Punchlines geschrieben haben, also von erfahrenen AutorInnen in der Mischung hin zu LehrerInnen, hin zu jungen, gerade mit der Abitur gemacht, Menschen, die gerade erst Abitur gemacht haben, die von ihrer eigenen Schulzeit erzählt haben, die eher in dem Writers Room zugänglich waren. Also wirklich eine Riesenmischung und dann zum Schluss hat sich natürlich dann immer verkleinert. Und dann kam auch irgendwann David wieder dazu, der auch noch seine Einfälle alle hatte und das hörte nie auf. Bis zum Schluss durften wir weiterentwickeln. Sabrina, Simon haben das getragen, die Schauspieler haben es mit eingebracht. Also es ist
eine schöne Zusammenarbeit von vielen Menschen, auf alle Fälle. Ja. Ich kenne das so und, nicht. Fabi Rommel müssen wir noch erwähnen, natürlich. Unbedingt. Fabi Rommel hat noch 2 Folgen geschrieben. Der ist auch TikTok-Comedian, gerade super erfolgreich, und Stand-Up-Comedian. Und Jennifer Benz. Kirsten ja. dazu. Und Ina müssen wir auch erwähnen. Die ist zwar quasi, also sie hat offiziell war sie Praktikantin und hat Protokolle geschrieben, aber da sie unsere Gen Z-Vertreterin war, hat sie sehr viel beigesteuert auch zu den Büchern. Ja, sehr spannend. Ist auf jeden Fall wirklich sehr lebendig geworden. Echt schön. Danke. Danke. Dann würde ich sagen, jetzt noch mal einmal die Chance, irgendwas zu sagen, und dann würde ich es schließen. Natürlich noch mal das Datum nennen, 21. April, ARD-Mediathek. Die ersten 2 Folgen stehen ja schon drin, die sozusagen die Pilotfolgen waren. Und dann die 8, 9 Folgen, alle so zwischen 20 und 25 Minuten lang. Und ich danke euch sehr, der ganzen Runde. Man merkt ja jetzt auch eine sehr gleichberechtigte, miteinander agierende Gruppe. Ich glaube, für das ganze Ensemble, aber eben auch für alle Leute hinter der Kamera. Und ich glaube, es hat sich auch auf die Serie sehr gut ausgewirkt. Viel Spaß weiterhin, gute Gespräche und tschüss. Danke. Ciao, danke. Ciao.